Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Und wenn ich jetzt sage, ich habe oder wir haben 100 Leute gefragt, wer ist heute Abend hier zu Gast, dann sagen 100 Leute wahrscheinlich Werner Schulze-Erdl. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Ja. Sunny Bloody Sunday, Irland, Irisch. Musik war auch nicht mehr in der Zeit, ne? Schauen wir mal. With or Without You ist es gewesen. Where the Streets Have No Name hatten wir dabei. Ein langes Intro, aber Sunday, Bloody Sunday. Ich will kein Erbsenzähler sein, aber einer aus der Runde hatte das angeregt hier. Okay, aber nicht schlecht. 150 Euro in eure Kasse, wunderbar. Ab nach hinten mit euch ein bisschen U2 hören. Ja, so ist der Vergleich. Es fällt irgendwie auf, dass das irgendwie das Remake ein bisschen entschleunigt wirkt. Ne? Also damals war irgendwie mehr Tempo drin. Ja, komisch, ne? Man denkt immer, es ist umgekehrt, dass es damals ja, alles das ist früher alles so gemütlich war. Ja, genau. Nee, es war auch so ein merkwürdiges Licht. Also ich kriege jetzt nur von so Äußerlichkeiten. Ja, und dann natürlich, ja, die Stimmung ist nicht da, sind keine Leute da. Ne? Das ist so ein bisschen klein auf einem Sender, den man suchen muss. Weiß auch noch nicht, ich habe ihn noch nicht gefunden. Schnell! Sahne. Sahne. Jetzt habe ich nicht nachgedacht, Scheiße. Dann bin ich bei euch. Ja, Inka Bause, also die Nachfolgerin quasi. Was macht sie das gut? Hast du es dir mal angeschaut? Ja klar, ich wusste ja schon vorher darüber, ich war ja so ein bisschen involviert. Ach so. Und finde es auch spannend, dass das mal eine Frau versucht, weil der Vergleich mit mir ist immer schwer. Hättest du immer einen Nachfolger, immer schwer. Nachfolgerin ist ganz was anderes, kann man nicht so direkt vergleichen. Ja. Aber auch da gilt, finde ich, die Stimmung fehlt. Man merkt schon, dass kein Publikum da ist. Es ist irgendwie schade, ne? Aber habt ihr denn wirklich bei Ruckzuck und bei Familie immer ja, auch die gute Folge 100, immer. Tatsächlich? Immer. Wir haben ja 5 Shows am Tag. Ich glaube, die machen jetzt 3 oder 4, schaffen sie schon. 5 Shows am Tag gemacht, 3 hintereinander. Und ich bin auch vorher zum Publikum gegangen, habe ein Warm-up gemacht, habe mit den Leuten geredet. Ich brauchte das selber. Aber die waren nie zu sehen, ne? Man hat immer nur oft auch. Ich bin ja auch da mal hingegangen oder so. Manchmal war es auch komisch, weil es ist komisch, wenn man eine Weihnachtssendung in der Weihnachtszeit gesehen hat und die waren mit kurzen Hosen da, weil wir die meisten schon im August aufgezeichnet haben. Ja, ich habe da manchmal gelogen, habe gesagt, ja, es war heiß hier im Studio, Heizung ausgefallen, so ein Quatsch. Oder 14, 25 Punkte habt ihr schon mal sicher. Damit wandert die Runde zum Team Bohnen. Ja, ich nick dann nur verzweifelt, weil auch leichte Unterhaltung muss ernsthaft und professionell gemacht werden. Das ist ein Albtraum, wenn man erstens mal nichts sieht. Es ist dunkel. Die Spielregel ist scheiße. Es ist nichts konkret. Es muss zack, zack, zack gehen. Du bist ein großer Fan von ihm. Ja, es ist richtig. Ich bin ein großer Fan von ihm, richtig. Und ich bin zwar erst Geburtsjahr 91, aber trotz all dem, muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich, als ich noch 8 Jahre alt war und auch ich in der Schule eingeschult wurde und mal krank, mal zu Hause, mal liegen, im Bett liegen durfte. Meine Eltern wussten gleich sofort, 11.30 Uhr, Familienduellzeit, RTL-Television eingeschaltet. Es war schon ganz cool gewesen damals, also hat echt Bock gemacht. Also bin froh, dass ich damals sehr viel mehr Fernsehen gesehen habe, als ich das heute mache. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.